wir bleiben gleich musikalisch. Ein Musiker von Weltformat hatte jetzt seiner Heimatgemeinde einen großen Auftritt. Der Zimbalspieler Stefan Pisti Horvat hat beim kroatischen Kirtag in Großwarersdorf quasi ein Konzert für Freunde gegeben, was durchaus etwas Besonderes ist, nachdem der Ausnahmemusiker schon für Könige und Präsidenten in aller Welt gespielt hat. Nun sein Heimspiel in der Kuga, Mario Kanic hat sich's angeschaut. Er ist ein Ausnahmekünstler, ein begnadeter Musiker, der seit Jahrzehnten von Tokio bis Kairo weltweit Konzerte gibt. Seit seinem 13. Lebensjahr reist Stefan Pisti Horvat in der Welt umher und begeistert sein Publikum. Der kroatische Rom, wie er sich selbst definiert, ist als Sechsjähriger während der Ungarnkrise im Jahr 1956 mit seiner Familie nach Großwarersdorf gekommen. Von seinem Großvater lernt er das Zimbal, ein traditionell pannonisches Instrument, zu spielen. Seine Fingerfertigkeit gibt der Ausnahmekünstler nach vielen Jahren nun auch wieder beim kroatischen Kirtag in der Kuga in Großwarersdorf zum Besten. Der Auftritt ist gewissermaßen auch ein Heimkommen. Ich bin da 8 Jahre in die Schule gegangen. Und wie erwähnt schon, ich habe müssen in die letzte Bank sitzen, als Zigeunerjunge. Also, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Ich bin heute da mit gemischten Gefühlen da. Ja, ob das jetzt negativ oder positiv ist. Man soll nicht jetzt in die Vergangenheit grübeln. Das war einmal. Das trage ich in meine Herzen. Das war mal so eine Wunde, was nie zu heilen wird. Aber man muss mit dieser offenen Wunde auch leben können und müssen. Viele ehemalige Schulkollegen und Jugendfreunde sind auch beim Konzert dabei. Es ist das erste Wiedersehen nach vielen Jahren. Seit 54 Jahren habe ich dich nicht gesehen. Ich habe mich schon 14 Tage so gefreut auf diesen Moment. Und dann denke ich immer an die alten Zeiten zurück und so, wie wir als Kinder waren. Es ist eine Musik, die mich fasziniert, weil das live rauskommt, was sie spielen, ohne Verstärker. Wenn ein Zigeuner spielt und wenn der Pisti da ist, bin ich im 7. Himmel. Weil ich bin ja aufgewachsen, gell? Wir sind unten aufgewachsen miteinander. Damit ist klar, die treuen Fans von Stefan Pisti Horvat hoffen wohl schon jetzt auf ein Nachfolgekonzert in Großwarersdorf.